Willkommen zurück in der gefährlichen Welt von Serubilon. Wir sind wieder zurück. Ich habe zwar noch nicht mal die vorletzte Aufnahme fertig hochgeladen. Das letzte Mal habe ich aufgenommen, weil ich einfach neugierig war, wie es allgemein weiterging. Jetzt bin ich auch neugierig, aber ich habe Angst, dass wenn ich jetzt zu lange warten werde, und zwar so 2 Wochen, bis ich alles andere hochgeladen habe, dass ich vergessen werde, wie nochmal die Höhle hier strukturiert war ungefähr und dass ich, wenn ich nach 2 Wochen wieder neu einschalte, mich absolut hilflos verlaufen werde. Also probiere ich das jetzt einfach mal so und hoffe, dass mir somit die Ruine hier ein bisschen besser im Kopf bleiben wird. Nice! 100 Goldmünzen, ich liebe Goldmünzen. Ich frage mich auch, ob es hier in Serubilon irgendwelche Nerim-Zeichen geben wird. Vielleicht sogar auf jedem Stockwerk eines. Ich habe noch kein einziges gefunden. Garantiert gibt es hier nämlich Kram. Könnt mir nicht vorstellen, dass bei so einem, wie mir oftmals angekündigt wurde, Endgame-Dungeon keine Nerim-Zeichen sind. Hier oben scheint zumindest schon mal nichts zu sein, außer oben Gang und da oben eine Tür. Hier bin ich, glaube ich, hergekommen. Aber da gab es auch nochmal einen Weg nach unten. Die letzte Aufnahme ist schon 3 Tage her, aber ich bin jetzt schon verwirrt, wie hier nochmal die ganzen Gänge genau funktioniert haben. Ich bin immer so ein bisschen paranoid, wenn ich links oben sehe, dass er gerade automatisch gespeichert hat. So, als ob er mich vor etwas bewahren wollen würde. Oh, das sieht cool aus. Hallo? Das sieht nach Fallen aus. Ich möchte hier ehrlich gesagt nicht drauf treten. Hilfe! Was ist gerade eben geschehen? Warum steht hier nichts drauf? Huch. Was? Was war das gerade eben? Irgendeine Schrift, die ich nicht lesen kann? Okay. Also, hier die Steinmauer kann aktiviert werden? Also das habe ich jetzt gerade eben nicht so ganz verstanden. Hier nicht, was hier jetzt hochwert und was nicht. Sollte das jetzt eine Falle gewesen sein, wo ich irgendwie aufgespießt werden kann? Wo ich nach oben fahre oder irgendwie sowas? Jetzt gerade eben hat schon wieder der Bildschirm ein bisschen gewackelt. Oh Gott. Was ist denn hier los? Ich bin gerade sehr verwirrt, herauszufinden, was zur Hölle das Game von mir gerade will. Es möchte, wie es aussieht, dass ich hier ins Giftgas reinlaufe. Oder auch nicht. Ich hoffe mal, dass es mir jetzt hier nicht das ganze Stockwerk vergiftet, sondern dass es auch noch der Knopf irgendeinen anderen praktischen Nutzen hatte. Ich weiß immer noch nicht, warum ich hier bin. Hier, diese Steinmauern, die können irgendwie hochfahren. Oh, ein Giftgasraum, wie es aussieht. Jupp. Versuchen wir hier möglichst schnell wieder rauszukommen. Was haben wir da? Schattenflamme Rang 3. Davon haben wir vor kurzem Rang 2 gelernt. Genau. Dann können wir Rang 3 eigentlich auch kurz lernen. Wieso nicht? Ist sowieso nur 50 Münzen wert, also ist nicht so die Welt. Also haben wir jetzt mit 60 Punkten Feuerschaden einen Flächenzauber direkt vor mich. Direkt vor mir, eher gesagt. Noch mehr Giftgas. Wollen wir das? Ist das unser Ziel? Mit einer Säule? Sonst nichts in diesem Raum. Echt komisch. Noch eine Tür. Noch mehr Giftgas. Und ein Besucher. Nein. Oh, Jesus. Wo bist du? Oh, Mann. Hey, Ruhe jetzt. Entspann dich. Entspann dich, mein Freund. Kein Grund, hier so durchzudrehen. Gott. So, also wie es aussieht, war aber nur ein Schalter der richtige jetzt. Den wir auch tatsächlich aktivieren mussten. Da hinten aus dem Raum komme ich. Hat sich hier irgendwas geöffnet? Ah ja, da drüben, das Tor ist aufgegangen.
Ich habe jetzt aber leider schon fast die Befürchtung, dass ich jetzt... Au! ...das richtige Fortschreiten vorangetrieben habe. Ich wollte eigentlich noch die ganzen anderen Gänge und Abzweigungen kurz noch wenigstens mal anschneiden. Oder was heißt anschneiden? Ehrlich gesagt wollte ich alles komplett durchsuchen, bevor ich irgendwie den korrekten Weg finde. Ich weiß immer noch nicht ganz, wie die Mauern hier hoch und runter fahren, aber... Gucken wir mal kurz hier auf meine Karte. Also hier, das habe ich alles. Hier führt... Das führt mich hier tiefer. Was ist hier eigentlich die Suche nach Darius? Führt mich dann das hier wieder nach zum Ausgang? Der Ruine? Oh Gott, bin ich gerade verwirrt. Egal, wir schauen einfach mal, wo der Weg hinführt. Im Zweifelsfall kann ich ja nochmal zurücklaufen. Oder meinen Speicherpunkt hier nochmal laden. Ich mache mal zur Sicherheit einfach einen ganz neuen Speicherpunkt, wieso nicht. Und dann schauen wir mal, wo uns das hier hinführt. Oh, Jesus. Ah, Mann. Immer wenn ich sehe, dass hier solche Klingen irgendwie auf dem Boden liegen, denke ich, dass die defekt sind. Und dann plötzlich fängt doch noch irgendwas anderes an hier zu laufen. Alter. Das sieht doch aber stark danach aus. Oh, Lava. Na super. Als ob es hier weitergehen würde. Hier so rüber und dann da. Was ist... Das sieht da aus, als ob da oben ein Skelett wäre. Und hier, also jetzt gehe ich hier auf die andere Seite. Und hier auf der Seite, wo ich gerade eben rausgekommen bin, also da oben geht es, wie es aussieht, nach außen, weil da mir der Questmarker ihn zeigt. Ah, sieh mal einer an, da oben sind auch schon Skelette. Vielleicht komme ich auch gleich dahin. Wer weiß. Oh! Lex! Daneben! Auch wenn das eher Glück war. So, mein Freund. Du bleibst hier schön am Boden liegen. Stay down! Aha, okay. Nein, hier geht's noch nicht hoch. Aber jetzt gehen wir hoch. Vielleicht kommen wir gleich oben auf die Plattform. Ein ominöses rotes Leuchten. Nein, nein. Oh. Ich glaube, das war nicht so gedacht. Bevor wir sterben, machen wir das mal so. Ich glaube, die wollten, dass ich da schnell weiterlaufe. No. Warte, schaffe ich das überhaupt? Kann ich das? Bin ich mit diesem Charakter schnell genug, ist die Frage. Oder muss ich über andere Umwege darüber kommen? Ah, so. Obsidianbarren. Oh, ach so, ich dachte, hier geht's oben weiter zu dem anderen Übergang. Weg. In Luft schwebender Weg. Wie heißt so ein Ding? Ich glaube, ich sollte mich etwas mehr konzentrieren. Wobei, eigentlich ist das auch egal. Ich habe 83 Dietriche, also... Immer mit der Ruhe. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. So. Kranstein, wieso nicht? Bis jetzt. Und ich habe sogar wieder 2 Dietriche zurückbekommen, also keine Panik. Sonst nichts, hier auch nichts. Also der Hauptloot war wahrscheinlich, wie es aussieht, hier ein Obsidianbarren. Wann man auch immer sowas brauchen könnte. Ich habe auch irgendwann mal einen Tipp von jemandem von euch bekommen. Ich glaube, das war auch von Greenlight, dass man später richtig geile Sachen craften werden kann. Mit Handwerkskunst auf 100. Und ich habe dann natürlich mich mal so ein bisschen erkundigt. Ich höre wieder irgendwelche Skelette. Ah, du, dich kenne ich doch. Genau, auf der Seite des Altars machst du dich echt prima. Nein! Leute, das ist kein unfaires Kämpfen. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Das ist nur Ausnutzung der Spielmechaniken.
Das ist Pro-Style-Gaming. Hust. So, irgendwas anderes? Keine Skelette, keine Loot-Behälter, gar nichts? Keine Kisten? Nein, immer noch nichts. Irgendwelche Gräber? Die Steingräber kann man natürlich wie gewohnt nicht öffnen. Ich habe sowas von keine Ahnung, ob ich gerade den richtigen Weg entlang laufe. Oh, nice. Oh, nice. So, was wollte ich gerade erzählen, bevor mich dieses Vieh angefallen hat? Und jetzt werden mich wahrscheinlich gleich wieder irgendwelche Viecher anfallen. Weil ich nämlich für meine Themen nicht stehen bleibe wie ein ordentlicher Bürger, sondern die ganze Zeit weiterlaufe. Moment, ich guck gleich mal auf die Minimap hier. Hört es denn hier auf? Komme ich hier in eine Sackgasse? Ja, sieht ganz so aus. Jawohl, das sieht, ich glaube, nach einer... Oh, nice. Also bisher hat es lootmäßig noch nicht so bombenmäßig geile Sachen gegeben. Hauptsächlich Arkansteine und Gold. Nein, hier geht es... Nein, hier geht es doch nicht weiter. Hier ist eine Sackgasse. Gut, dann mache ich das hier kurz fertig und dann... setze ich nochmal kurz fort. Größerer Seelenstein, ja. Paar Goldnuggets und Dietriche. Also bisher ist der Loot jetzt nicht so bombastisch hier in dem Dungeon. Ich meine, wir sind auch erst in der zweiten Tiefenebene, falls man das so bezeichnen möchte. Aber na gut. Also, als Tipp wurde mir gegeben, beim Schmieden, da sollen noch richtig geile Sachen auf mich zukommen. Und ich habe mich dann auch erkundigt und ein bisschen nachgelesen, was ich noch so alles schmieden werden kann. Und die Blockaxt, die ich hier habe, scheint schon aber die höchste Waffe zu sein, die ich jemals schmieden werden kann. Mit dem Waffenschmiedeskill. Finde ich noch irgendwann irgendwelche, ja, Rezepte oder wie man dazu sagen will? Oder ist die Blockaxt tatsächlich die höchste Waffe, die ich jemals schmieden werden kann? Würde mich auch mal interessieren. Halte ich hier schon das Nonplusultra der Schmiedbarkeit in den Händen oder nicht? Wo zum Teufel? Ah ja doch, ich komme hier wieder raus, also wieder in diesem Übergang, wie ich schon vermutet habe. Das zum Thema der Waffen. Kann ich diesen Schädel looten? Und rüstungsmäßig habe ich ja gesehen, oh Gott, sind das viele. Möchte jemand, dass ich hier schon die Schattenflamme einsetze? Einige von denen scheinen deutlich mehr auszuhalten als andere, aber wisst ihr was, wenn wir schon so einen Umstand hier haben, dann bleibe ich einfach mal direkt da. Ich werde doch jetzt nicht runterrennen wie der letzte Trottel und allen Schaden einstecken. Wenn wir schon mal da sind... Oh, ranziger Magietrank, den schlucke ich gleich mal hinterher. Treffen die mich überhaupt? Irgendwie mache ich nämlich gerade hier Urlaub und entweder die schießen hier gar keine Sachen nach mir oder... Okay, Frost macht deutlich weniger Schaden bei den Skeletten. Ich dachte immer, das wäre nur so eine Regelung, die vielleicht nur auf Zombies zutrifft. Gott, ich sag's euch, das sind viele! Ich bin froh, dass ich hier gerade irgendwie gerade nicht getroffen werde. Die scheinen auch gar keinen Pfeil zu schießen. So. Ich glaube, das reicht erstmal so herausforderungsmäßig. Oh, jetzt können sie schießen. Also konnten wahrscheinlich auch schon vorher schießen, aber irgendwie haben sie mich nicht getroffen. Ha! Oh Gott, ich häng fest. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich mit dieser Axt ein wenig eine falsche Ausrüstung habe für den Dungeon. Mit so vielen Untoten, die hier rumlaufen. Nochmal, komm. Oh, Mist. Immer noch nix. So, jetzt aber, wenn ich schon so richtig im Kampf bin, dann muss ich doch
hier ein bisschen mehr in die Dings greifen. Okay, ohne Ausdauer bringt mir das wirklich gar nichts. Ja. Nein, bei diesen doofen Treppen muss man springen. Aber drei kräftige Schläge. Nein, jetzt kann ich nicht mehr looten. Viel Spaß beim Verbrennen da unten, mein Freund. So. Das waren ganz schön viele Skelette. Die meisten mit Pfeil und Bogen, die sollten mich wahrscheinlich abknallen, während ich da oben im Eingang saß. Aber irgendwie haben die sich nicht so sonderlich dran gestört, dass hier jemand in ihren Bereich eingedrungen ist und hier ein bisschen Urlaub gemacht hat. Das war denen irgendwie egal. So, haben wir hier noch etwas in diesem Eck? Nein, haben wir nicht. Okay. Da oben bin ich hergekommen. Das ist hier nur ein Weg nach unten. Vielleicht springe ich gleich nochmal runter auf die Plattform, weil ich habe so das Gefühl... dass es mich hier... Oh, nein, lieber nicht. Aufpassen. Dass es mich hier tiefer reinführt. Das kann doch nicht wahr sein. Immer dann, wenn ich mir vornehme, ein bisschen mehr erkunden zu gehen und mir... Oh, Sanaa, das sieht nicht gesund aus. Moment, kleinen Trick hier. Hier, so. Funktioniert meistens. Diesmal hat es auch mit einigen Pfeilen funktioniert, aber... so einen genau unten durch die Hüfte, durch den Bauchnabel durch. Ein bisschen zu tief für den Bauchnabel. Und einen hier mitten durch die Hand. Kein Problem, Sanaa ist eine harte Schwester. Okay. Dann will ich aber auf jeden Fall mir hier so einen kleinen Speicherpunkt reinwerfen. So, und dann mal kurz gucken, wo... ja, hier geht es nach draußen, wie es scheint. Wir müssen gleich mal überprüfen, was hier Sache ist. Nein, Zerubilon. Heißt es, dass ich jetzt wieder im ersten Stockwerk von Zerubilon bin? Wieder nach oben komme, oder... nope, scheint schon das dritte Stockwerk zu sein. Warum auch immer es mich hier hingeschickt hat. Nein, mit dem... ich will hier noch nicht beim dritten weitermachen, wenn ich noch nicht weiß... was mich sonst noch erwarten könnte hier unten. Ich habe ja dann auch haufenweise Gänge, also nicht übersehen, aber... links liegen lassen. Oh Gott! Ach ja, Fallschaden in Oblivion. Weniger schlimm, als man denkt. So. Bin ich wieder hier. Boah, ja, das ist ganz schön extensiv, der Dungeon. Bis jetzt noch nichts Besonderes gefunden. Besünderes. Ich frage mich auch echt... ah, ich weiß, dass hier noch einer ist. Kommt mal gleichzeitig bitte raus. Ja, so ungefähr. Ob das tatsächlich ein Endgame-Dungeon ist? Ist das wirklich, also... das Höchste, was Nerim zu bieten hat? Nee, oder? Weil später, wenn man in Kabat geht und so... also ich weiß von einigen Leuten, die ab und zu in die Kommentare schreiben... ich hab in neuen Char in Nerim, der Stufe 40 ist. Und Endgame habe ich auch so immer mal wieder mitbekommen, dass Stufe 40 da ganz vorne mit dabei sein soll. Stufe 40 bis 45, wenn man relativ gründlich war. Also, wundere ich mich doch ein klein wenig. Na. Ah ne, hier wollte ich lang. Nein! Komme ich da jetzt überhaupt noch hoch? Wenn nicht, wäre das ganz schön doof. Doch, oder? Hier, so. Und dann, so. Genau. Ich wollte noch gucken, was das jetzt hier für ein Durchgang war. Kann ich da überhaupt durchgehen? Ja. Ich komme von hier durch so ein Portal, aber dieses Portal irgendwie... nicht mehr da. Wo komme ich hier raus? Wieder im ersten Stock? Ist das ein Durchgang? Nein. Hm. Gehen wir gleich mal weiterschauen. Ich denke mal, dass es hier nicht weitergeht, weil der Eingang durchaus um einiges leichter zu erreichen war als der andere Durchgang, wo ich jetzt war. Schauen wir erstmal noch, was hier so umhergeistert. Ach! Ach!
Ach ja. Das ist hier doch... Ja genau, das ist hier der Anfangsraum, wo wir hergekommen sind, der extrem stylische. Zumindest dort, wo die Steine sind, dieses stylisch. Stylische Steine. Und auch hier in diesen Durchgängen. Letztes Mal bin ich nicht da lang gegangen, sondern bin hier lang gegangen. Aber jetzt wissen wir, der obere Weg führt hierhin. Und wenn man unten rum lang geht, dann kommt man hier raus. Also führt beides in den gleichen Raum, die Gänge. Dann hier. Hier bin ich vorhin lang gegangen. Hier war dieser, genau, hier ist dieser Gang mit dieser Tafel, die ich irgendwie nicht lesen konnte. Und dort geht es auch zu diesen Lava-Übergängen. Aber ich möchte jetzt mal trotzdem... Oh Gott! Bevor ich die Lava entlang gehe, weil dort sieht es ein bisschen gefährlicher aus. Und gefährlicher heißt gleich, da geht's weiter. Oh, Moment. Hier ist ja auch noch ein Gang. Wofür... Oh. Ah. Sehr gut. Goldkohle, ja. Torch, Wurzeln. Nichts Besonderes. Keine Waffen, keine Runen, kein gar nichts, wie es sonst manchmal da drin ist. Ich habe alles mitgenommen. Okay. Gut. Dann mal weiter. Wo sind meine wertvollen Artefakte? Die gibt es bestimmt wieder alle erst ganz unten in der Ruine. Wie man es halt so kennt, ne? Den tollsten Kram gibt es ganz am Ende. Nein. Oh, das ging jetzt wiederum gut. Na, komm. Ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen Zufallsprinzip, ob das jetzt gut funktioniert oder nicht. Ja, danke. Oh, Telekinese ist geil. Schade, dass ich das noch nie früher für mich entdeckt habe. Normalerweise hätte ich diese Arkanstein... Oh, da unten ist ein Leech. Okay. Ich möchte nicht fies von ihm überrascht werden, wenn ich da lang gehe. Also gehe ich einfach mal hier lang. Artikulation ist eine komplizierte Sache. Vollgas! Komm schon! Vollgas! Genau! Gut machst du das, du... Hier nie Arkanleech, nur 120 Erfahrungspunkte. Hat auch noch einen relativ schlechten Stab. Wundert mich etwas. Stufe 11, ja. Die Schwierigkeit der Ruine wundert mich etwas. Schockschild Rang 3, aber Rang 5 Zauber und alles, komisch. Rang 5 Zauber, aber Stufe 11 Gegner, das ist doch ein bisschen fragwürdig. So, sonst gibt's hier... Hier? Ah ne, hier kann ich... Hier unten kann ich die Feder von da oben anfassen, sehr komisch. Sonst aber nichts hinter den Säulen, auch keine versteckten Schätze. Ein Arkanleech, dem ich jetzt hier unter dem Rock was weglute. Eww, Stone der nekrophile Sack greift irgendwelchen Untoten unter den Rock. Oder unters Kleid, je nachdem wie man es nimmt. Moment, da komme ich her. Jawohl, und dann haben wir hier noch was. Oh, ein Spektralgolem, wenn ich das richtig sehe. Und noch ein Raum, hoi. Ja, wo geht's denn jetzt weiter? Dann haben die ja hier ordentlich was reingestopft. Oh wow, das ist auch schon wieder 10 Level her, seitdem das letzte Mal der Kerl eine Bedrohung für mich war. Komische Platten auf dem Boden, ich vertraue euch nicht. Sonst nichts, hier nichts. Das sieht doch...